Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr die europäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Yeah, you know I took a walk down that dirt road to a house that's falling apart. You know I went to see that voodoo girl cooking soup in a broth of hearts. You know, and her potions came over me like the sea under an Antarctic morning. You know, I took a statue from a garden and a bug from a jar. Made it past the iron gate, down that lilac tree trail to my car. And a potions came over me like the sea under an Antarctic moon. You know, portions came over me like the sea on an Antarctic moon. Yeah, her portions came over me like the sea on an Antarctic moon. And that voodoo girl was blind, but she could see right through me every time. This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, ich grüße euch zur heutigen Live-Sendung. Super, dass ihr eingeschaltet habt. So, jetzt im Moment höre ich mich hier selber. Aber schauen wir mal, wie das hier wird. Ja, Leutchen, wie sieht's aus mit euch? Habt ihr, seid ihr bereit für die Live-Sendung? Gute Frage, ne? Tja, ich schon. Gut. Ja, also was ich immer mache, ich danke allen, die uns hier mit übertragen. Wer das alles ist, das könnt ihr lesen und hören. Natürlich auf der Seite wakenews.net, Wakeness Radio. Und natürlich auf der Blogseite mywakeness.wordpress.com. Ja, da stehen sie alle aufgelistet. Und ja, wir arbeiten ja daran, dass das auch noch besser alles wird. Aber ja, müssen das ja alles immer irgendwie so aus den Rippen schneiden. Und ich habe da jetzt mal einen Grafiker dran gesetzt, der die Player-Übersicht mal ein wenig aktualisiert. Aber nichtsdestotrotz, man kann sich einen Player aussuchen, wo man gerne hören möchte. Ja, also da haben wir mehrere zur Auswahl. Ja, und dann natürlich danken wir allen Musikern, die uns hier ihre Musik zur Verfügung stellen. Wir hörten jetzt hier gleich von Danosaurus Antarctic Moon. Ja. Und wer also hier als Musiker, DJ, Band und so weiter mal zuhört, die können uns ihre Musik zur Verfügung stellen. Wir spielen es hier gerne bei uns. Ja, einfach als MP3 ja reinsenden und dann hören wir es uns an und setzen uns wieder mit euch in Verbindung. Ja, und
kurz zur Info. Die letzte Woche überhaupt war unglaublich. Da hatten wir zwei Live-Sendungen, Dienstags und Donnerstags. Und dann natürlich noch am Freitag waren wir auf der Messe in Zürich, auf der Lebenskraft 2016, haben dort ausgiebig berichtet, beziehungsweise Interviews geführt und Filmaufnahmen gemacht und so weiter. Sind wir jetzt dabei, die zusammenzuschneiden und die in den nächsten Tagen zu veröffentlichen. Mit tollen Informationen, ganz klasse. Wir sind immer gerne, weil sehr viele Neuheiten dort auch sind und viele Beispiele da sind, was man eigentlich tun kann, um gesund zu bleiben oder seine Gesundheit zu erhalten oder teilweise auch vielleicht wieder herzustellen. Je nachdem, ja. Auf jeden Fall eine gesunde Lebensführung ist wichtig. Ja, okay. Gut, und dann haben wir natürlich noch unseren United bis 2 Radiomarathon gehabt am Sonnabend, am Samstag. Ja, und der ging also auch wieder eine ganze Weile, aber die Filme haben wir schon hochgeladen, zumindest den Teil von mir mit dem Michael auf Deutsch einmal und natürlich auch dann auf Englisch, wo wir dasselbe Thema behandelt haben, natürlich schon auch ein wenig anders beleuchtet, ist klar. Also wer sich für dieses Thema interessiert, der soll da so unbedingt da reinhören. Das Thema war, Fired ist nur ein anderer Name für geistiges Bewusstsein. Und das auf Englisch, Freedom is just another word for spiritual consciousness. Und der Witz ist dabei, dass man einfach ein wenig mal hinter die Kulissen schauen muss oder sollte, um vieles zu verstehen, was zunächst unverständlich scheint, weil hinter allem Materiellen steckt auch etwas Geistiges. Das müssen wir in diesem Leben schmerzlich erfahren. Ja, so ist es. Gut, und das also hochgeladen, das könnt ihr euch anhören und ansehen. Aber heute sind wir schon wieder voll im Thema. Und bevor wir da einsteigen, nochmal der Hinweis, wir brauchen eure Unterstützung, weil wir sind nicht kommerziell, wir haben keine eigene Einkommensquelle in dem Sinne, in dem wir Profit machen, irgendwas verkaufen oder sonst was, sondern wir sind nutzerabhängig. Das heißt, wenn euch unsere Sendungen gefallen und wir da weitermachen sollen, und ja, dann brauchen wir eure Unterstützung. Einige machen das schon und ja, einer hat mal gesagt, wenn nur jeder mal einen Euro oder zwei überweisen würde oder schicken würde oder sonst was mit PayPal oder spielt ja keine Rolle, ist natürlich alles Schuldgeldsystem, so weiß ich, über das schimpfe ich auch immer, aber wir sind auch leider davon abhängig, dann würde es viel einfacher fallen, aber wie gesagt, wir können es nur anbieten. Es war uns unterstützt, wenn ihr dazu Lust habt. Okay, oder beziehungsweise und, nicht vergessen, der Laufteufel.de hat ein tolles Angebot gemacht zu unserem fünfjährigen Bestehen, Internetradio von Wake News, und hat dort angeboten, jeweils ein T-Shirt und eine Kappe für 20% weniger, als es sonst normalerweise kostet. Auch das ist für ihn eine Kalkulationsfrage, aber er hat gesagt, das macht er, weil er uns auch unterstützen möchte in seiner Arbeit. Und da könnt ihr mal draufschauen auf laufteufel.de, ob ihr das vielleicht wahrnehmen wollt. Und nicht vergessen, jetzt schon anmelden für unsere wichtige Live-Veranstaltung, die wir in Basel haben am 21. Mai 2016, das ist ein Sonnabend, Samstag, wieder von 12 bis 20 Uhr, 12 Uhr bis 20 Uhr. Wir haben auch schon eine Zusage vom Joe Kreisel, dass er kommt, zu diesem Termin. Also wichtig, dass ihr da auch euch rechtzeitig anmeldet. Gut, steigen wir ein. Ja, wir sind so ein bisschen irritiert durch das, was immer so alles passiert. Aber wir müssen trotzdem versuchen, einen Überblick zu bewahren. Deswegen heute mal die Diskussion über das, was gerade so stattgefunden hat und was wir vielleicht zu erwarten haben. Mit dem Titel, zu finden übrigens auf meinem Blog mywakeness.wordpress.com, Killer in Verkleidung. Wann geht's los? WW3. Ja, für alle, die nicht wissen, was die Abkürzung heißt, das ist der World War 3 oder Weltkrieg 3, mal einfach WK3 schreiben können. Aber die meisten wissen, was gemeint ist. Ja, und da habe ich also auch wieder eine Collage gemacht, und zwar eine Gruppe von Leuten vor den Fahnen ihrer Firmen, die ich alle insofern verfremdet habe, indem ich ihnen andere Köpfe gegeben habe.
damit man nicht auf einmal gleich erkennt, wer das alles ist, weil sie sind ja verkleidet, sie sind Puppen, ja. Und auf dieser Darstellung kann man nur eine relativ gut erkennen, nämlich die rosa Puppe am Anfang, nicht nur an der Handstellung mit dem üblichen Merkel-Rautenzeichen, sondern auch an dem Gesicht, ne? Ja, und darunter eben in großer Schrift Killer in Verkleidung, wann geht's los, WW3, und dann links und rechts jeweils Impressionen einer großen Explosion einer möglichen Atomwaffe, ja, Bombe, wie auch immer. Gut. Ja, und steigen wir gleich mal ein in das, was ich bereits vorab veröffentlicht hatte, weil wir haben hier am 13. am Sonntag eine Sache hier erleben dürfen im Gebiet des Bundes, wo in drei sogenannten Ländern, alles hier am sogenannte Landtagswahlen stattfanden, und dazu hatte ich bereits im Vorfeld also einen kleinen Aufsatz formuliert mit dem Titel Alle Wahlen sind manipuliert. Echte Wahlen mit Ergebnissen, die etwas ändern, gibt es nicht. Sie wären vom System längst verboten. Ja, da habe ich dann so einen aus dem Internet gefundenen roten Block, der vorne offen ist, aufgezeigt, wo eine Frauenhand mit rotem Ärmel ein Papierchen reinschiebt. Es steht auf Englisch Vote, aber Wahlschein hätte man auch sagen können, wählen, das da reinschiebt in diese oben in diesen Schlitz, das aber unten geschreddert rauskommt. Ne? Also unten in diesem Block ist dann, also da kann man gar nicht mehr lesen, wer gewählt wurde. Ja, immerhin ist das noch mit Papier hier, aber wir wissen, in sehr vielen Regionen wird das gar nicht mehr in Papierform gemacht. Ja, auch zu finden hier natürlich bei mywax.com. Der Link ist da und ich will nur ein bisschen daraus zitieren. Also alles bleibt beim Alten. Das war eigentlich das Ergebnis nach dem Überblick, was wohl gewählt werden würde. Ja. Alles bleibt beim Alten, das System hat sich wiedergewählt, ja, es gibt lediglich Farbverschiebungen, das dumme Wahlvolk wird es nie verstehen. Ja, darunter als Beispiel eine Abbildung, überwiegend grün, mit der Aufschrift, haben wieder grün gewählt. Ja, gemeint ist natürlich die Landtagswahl in der Firma Baden-Württemberg, da ist wieder die grüne Kretschmann, Partei, da gewählt worden, der Firma auch. Ja, da habe ich ein paar Beispiele. Wir wissen ja, Baden-Württemberg ist das Pädoland genannt, weil die sich besonders für die Sexualerziehung von Babys interessieren. Also da werden schon die Babys mit, ich übertreibe jetzt ein bisschen, mit Dildos verwöhnt vielleicht, ne? Weiß nicht, oder gezeigt, oder üben dann schon. Ne? Das ist normal, ne? Baden-Württemberg. Ja, also habe ich da untergeschrieben, ich bin mal wieder über die Naivität der Menschen entgeistert. War ich doch selbst schon einmal naiv. Ja, ich habe das früher ja auch gemacht. Keinen blassen Schimmer gehabt von der Welt und habe auch da fleißig mitgewählt und war sogar bemüht darum, immer die Demokratie zu stärken, indem ich wählen gehe. Ja, das war meine Überzeugung damals. Gib's so. Ne? Schrecklich naiv. Aber man steht zu seinen Fehlern, oder? Weiß nicht, wie ihr das macht. Darunter nochmal eine Abbildung, wo es ganz wichtig ist, dass man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt, weil es geht hier um den Bund. Möglicherweise ist das auch in anderen Ländern so, weil wie kann man eine Firma wählen? Also, und wir wissen ja alles, so alle Parteien und überhaupt Institutionen und Länder und Nationen sind ja gar keine mehr, sondern alles Firmen. Aber gut, speziell auffällig ist das halt im Bund, ja. Und da sind nochmal so ein paar Firmen aufgelistet, die im Bund vorkommen. Und ja, und das nichtige Bundeswahlgesetz brauche ich auch nicht zum 100. Mal wiederholen, das kann man sich durchlesen. Ja, wären Wahlen etwas, was uns Menschen, dem Volk, dem Einzelnen, dem Souverän etwas bringen würde, also positiv wäre für uns, dann wären diese im herrschenden System nichts verboten, glaub's mir. Ja,
Und es hat immer schon mächtig deswegen ihm Betrug gegeben, weil man doch nicht das dem Zufall überlassen darf, wer da gewählt wird. Sondern das System muss immer zusehen, dass das System am Ruder bleibt. Und es gab also schon Wahlmanipulationen, immer schon. Ne? Also hier gab es als Beispiel im Spiegel Online einen Bericht über Wahlmanipulationen in den Vereinigten Staaten und mit dem Hinweis, auch in Deutschland möglich. Darunter eine Abbildung vom Freiheitskämpfer. Das ist eine nordwestdeutsche Zeitung gewesen. Gibt's glaube ich nicht mehr oder hat sich umfirmiert oder wurde von den Gangstern aufgekauft. Da steht Schluss jetzt. Alles wählt HITLER. Ja, mit einem Link, wo es gefunden wurde, bei radiobremen.de. Das ist natürlich ein Matrix-Medium. Da ging es jetzt darum, ne, auch schon damals, ne, wurde so gewählt, dass alles nur eine Stimme haben durfte. Ja, ja, wer oder Wahlen in diesem System der NWO, der Neuen Weltordnung, der paar wenigen, die uns beherrschen mit ihrem Systemling-Apparat, brauchen Wahlen nur als Schein. Als offizielle Bestätigung ihrer Handlungen, ja, und das müssen sie eben durch uns nochmal so bestätigt haben, halt, ne? Da so eine Abbildung eines Beispiels, eine Wahlfeier, die aber längst schon wieder in der Vergangenheit liegt, natürlich, kann man aber nachlesen, was es da war, und weil sie uns eben nicht vertrauen, die paar wenigen, und nicht sicher sind, dass wir das wählen, was sie wollen, wird belogen, betrogen, gefälscht, manipuliert und wie in einigen Fällen schon dort bewiesen, schon vorher. Das Resultat festgelegt. Jawohl, ich habe hier eine Abbildung beispielhaft. Ja, es gibt ganz viele andere Veröffentlichungen. Bei Kontramagazin gefunden, Landtagswahl Baden-Württemberg schon vorab Wahlfälschung in Freiburg. Denn Freiburg hatte seine Wahlergebnisse schon davor ins Netz gestellt und gesagt, ja, wir sind schon so fertig. Ne? Brauchte gar nicht mehr zur Urne gehen, das ja, haben wir schon. Ne? dann, sie haben es doch ein paar gemerkt und dann sind sie zurückgerudert. Ja, das war ein Fehler. Und ne, ah. Ja, und darunter noch eine Abbildung aus den USA, so eine kleine Collage der verschiedenen Ereignisse. Und die haben ja einen US-Präsidentschaftswahlkampf, wobei der Präsident eigentlich gar nichts zu sagen hat. Das dürfte eigentlich ja nur der Kongress machen, aber ne, den Kongress, den nutzt man gar nicht mehr heutzutage. Das macht der sogenannte Präsident, der natürlich immer nur von Rothschulds Gnaden ist, macht das immer durch so Dekrete, ne, macht er selber. Die Politik, da braucht er keinen Kongress. Wozu braucht der einen Gesetzgeber, wenn er es doch selber machen kann? Okay, aber da gibt's eben so Scheingefechte im Moment. Und das Interessante dort ist, dass überwiegend alles nur noch elektronisch ist und organisierter elektronischer Wahlbetrug in den USA, kann man da so ein paar Links durchforschen, ist da Tagesordnung. Also spielt überhaupt keine Rolle, was die Leute da reingeben oder wählen oder so. Es kommt sowieso das raus, was diejenigen auszählen, die die Verantwortung dafür haben. Und meistens ist es schon vorher, liegt schon fest, ne? Also durch die Nutzung elektronischer Wahltechnik ist es sogar noch einfacher zu manipulieren. Deshalb gibt und gab es in USA überwiegend nur noch die elektronische Wahl, am besten noch in den Händen jüdisch-zionistischer Firmen, die dann gleich alles noch schneller verarbeiten können. Das gewünschte Ergebnis ist dann quasi schon abgespeichert. Ja, ihr werdet euch wundern, warum sage ich das? Ja, weil diese ganzen Wahlapparatfirmen und Softwarefirmen und so weiter alle von Leuten besessen werden oder Eigentümer sind dort in der Regel jüdische Abstammung oder zionistische Gedankenrichtung. Das kann man alles nachweisen. Das ist also nichts, was ich mir habe einfallen lassen. Darunter habe ich noch geschrieben, Leute, wacht auf. Aber meine, ihr seid ja eh schon aufgewacht. Ihr wisst das alles. Aber es gibt sogar noch hier auch unter den sogenannten kritischen Menschen Leute, die meinen, dass sie durch Wahlen in einer Firma irgendetwas bewegen können. Hoppala, das geht gar nicht. Wie soll das denn gehen? Sogar wenn du kleine Parteien wählst oder sonst wie, immer mit dem Hinweis darauf, ja, weil es spielt keine Rolle, ob du die großen Parteien nicht wählst oder nicht wählen gehst. Es werden immer verhältnismäßig dann die Stimmen verteilt. Ja, das mag ja sein, aber am besten ist es zu demonstrieren,
dass man das System durchschaut hat und man dort sich nicht mehr beteiligt an diesem System. Denn wenn wir aus dem System nicht aussteigen, werden wir auch das System nicht beenden können. Ja? Oder nicht dazu beitragen können, dass das System irgendwie ja, langsam austrocknet oder sonst was. Sondern wir machen uns bei jeder Wahl im Prinzip schuldig, mitschuldig daran, mitgewirkt zu haben, dass das Ding weiter am Leben bleibt. Ne? Das ist so. Das ist meine Erkenntnis. Das muss nicht die Erkenntnis eines jeden sein. Wollte es nur noch mal vermitteln. Ja, zurück zum heutigen Artikel. Also während überall über Nichtigkeiten diskutiert wird, also ob es eine AfD geschafft hat oder nicht und ob die CDU dran ist oder nicht. Leute, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Politik ist die gleiche. Das ist völlig egal, welche Farbe, welche Form oder welche Personen darin tätig sind, die Marschrichtung liegt fest. Da gibt's kein Abweichen. Es gibt mal so ein bisschen drüber reden und man sagt, na da, wir machen die Grenze zu und hinten ist wieder alles offen. Tja. Also gut, also während überall über Nichtigkeiten diskutiert und lamentiert wird, gehen abseits der großen Schaubühne unheilvolle Dinge vor. Darunter nochmal die bekannte Abbildung der des Eugenikprogramms, was definiert wurde vor langer Zeit von den paar wenigen, die die Welt kontrollieren, nämlich der neuen, die diese neue Weltordnung wollen, als Vorstufe zur absoluten Abweichung der Schöpfung, wo nur noch 10 von 100 überleben sollen. Und das ist ein bisschen dargestellt, so ne, grafisch, damit man sich das ungefähr vorstellen kann, wie viele dann noch übrig sind von der Masse der Menschen, die da sind. Ja, und aufgeweckte Menschen ahnen es seit geraumer Zeit, die Zielsetzung des Bösen, die Menschheit zu reduzieren, um so weniger Kritiker und Dissidenten zu haben, die ist da. Sie ist real. Ja, darunter nochmal eine Abbildung auszugsweise der Dinge, die also an uns gemacht werden. Ob es jetzt die kontinuierliche Vergiftung durch das Eugenikprogramm der sogenannten Elite oder der dominanten Minorität, wie ich sie nenne, basiert in Form von Umweltvergiftung, Zerstörung, ja, Abholzen von Regenwäldern und so weiter. Ja, oder ob es irgendwelche anderen Schrecklichkeiten sind, die auf uns losgelassen werden. Darunter sind natürlich auch die Chemtrails, gerade einen neuen Film nochmal hochgeladen, auch bei awakeness.tv, mit den dunklen Chemtrails, die uns natürlich schon länger Zeit bekannt sind, aber offenbar werden sie jetzt vermehrt eingesetzt. Damit wird deutlich, dass irgendetwas geschieht, was nichts mit Wasserdampf zu tun hat, denn schwarzes Wasser gibt's ja nicht. Ja, zumindest also in der natürlichen Form nicht. Ja, oder ob es Impfungen sind. Und wir wissen, was da alles drin ist. Und oder ob es diese medizinischen Produkte sind, die mehr Nebenwirkungen haben, als dass sie was tun. Ob es dann diese genveränderten Produkte sind, die zum Beispiel von der Firma Monsanto vertrieben werden und dazu beitragen, dass wir also immer schlechtere Ernährungsgrundlagen haben. Oder ob es sonstige Verseuchungen sind, wie nukleare oder andere Giftemissionen auf uns. Oder ob es die Strahlenbelastungen sind, die vielfältigst auftreten. Gerade hatte ich noch ein Video gesehen von einem Mr. Kati, weiß nicht, Kati, sagt er ja eigentlich, nennt er sich, der also häufig so Berichte bringt über Symbolik, vor allen Dingen an einem Google-Zeichen oder anderen Dingen. Der hatte gerade eine Handy-Attacke erhalten, das heißt, der wurde nachts angerufen und da es irgendeinen Notfall in der Familie gab und er dachte, dass das vielleicht damit zusammenhängt, hat er also nachts sein Handy, sein Mobilgerät an die Hand genommen, also ans Ohr genommen. Und dann hat er eine so dermaßen Attacke bekommen, dass also seine ganze rechte Backe geschwollen ist oder war und sein Auge blau unterlaufen ist und er irgendwie so, ja, weiß nicht, irgendwie mitgenommen war, sodass er sogar zum Arzt musste. Also wir wissen nicht, was jeweils durch eine solche
Strahlung passieren kann. Wir wissen, dass es hochgefährlich ist. Also ich versuche so wenig wie möglich mit diesen Mobilgeräten umzugehen, wenn es nicht sein muss. Na? Okay. Aber die Umsetzung eben dieser Eugenikprogramme findet ja täglich statt. Ja. Und zwar ungestört, ne? Weil keiner richtet sich drüber auf. Ne? Wenn du jetzt draußen die Leute rumlaufen siehst, die gucken nicht nach oben oder was. Oder wenn man sie mal zwingt, nach oben zu gucken, ja, das sind die Ferienflieger, das ist normal. Wenn das kreuz und quer und mit Freimaurerzeichen versehen im Himmel, ist normal. Ne? Und so weiter. Also die Leute kriegen es ja eben alles nicht mit. Ne? Und egal, ob es aus der Luft ist eben oder in der Nahrung, ja, denken an die ganzen Vergiftungen durch Plastikteile. Da wurde ja sogar offiziell von einem Unternehmen bereits dann die Auslieferung gestoppt und die Ware zurückgenommen, weil Plastikteilchen da in den Süßwaren mit drin waren. Oder ob es das Wasser ist, was also man nicht mehr ungefiltert zu sich nehmen sollte. Oder medizinische Produkte oder in anderen Regionen Hunger, wo die Leute eben einfach nichts zu essen haben oder Seuchen ausbrechen und Krieg und Terror herrscht. Ja, und darunter eine Abbildung des bekannten, inzwischen in der aufgeklärten Gruppe von Menschen bekannten Albert Pike aus dem Jahr 1871, der also da offenbar Schriftverkehr mit den Illuminati hatte in Österreich und Bayern und so weiter, wo also der Dritte Weltkrieg auch dort anerkannt bereits dokumentiert wurde, um eben ja dafür zu sorgen, dass diese Gesellschaftsumwandlung in jedem Fall stattfindet. Und wenn man also das studiert, und viele von euch haben das ja, machen das, dann kann man ja leicht erkennen, dass das, was dieser Albert Pike geschrieben hat, und dieses Dokument ist ja vorhanden, das ist ja nicht etwas, was jetzt irgendeiner vorgestern mal erfunden hat, sondern das ist schon lange bekannt, dieses Dokument, wo er das geschrieben hat. Die Inhalte sind verteilt, werden von den offiziellen Matrix-Medien als sogenannte Verschwörungstheorie bezeichnet, wobei alles das, was da drin steht, hier offenbar alles eingetreten ist. Ne? Der Erste Weltkrieg wurde dort angekündigt, der Zweite Weltkrieg wurde angekündigt, oder der zweite Teil davon. Jetzt stehen wir eben möglicherweise vor dem dritten Teil. Ja. Und ich habe da dieses Bild gefunden, das ist auf Englisch, aber ich habe drunter nochmal eine deutschsprachige Variante gewählt, damit man also da auch nochmal sich das durchlesen kann. Damit für alle die des Englischen nicht so mächtig sind, kann man das also aufklicken. Das ist ichfragmich.eu, eine Veröffentlichung, die da kam mit dem Thema: Hat der Dritte Weltkrieg schon vor vielen Jahren begonnen? Ja, und da wird eben auch Bezug genommen auf die Veröffentlichung vom Albert Pike. Und es gibt da den Walter Veit, den hat vielleicht schon der eine oder andere mal gehört. Der ist ja eigentlich US-Amerikaner, spricht aber sehr gut Deutsch meine ich natürlich. Ich glaube, es ist deutsch abstimmig oder so. Der hat da also einen Vortrag gehalten, Revolutionen, Tyrannen und Kriege, und ja, der hat das also erläutert, was der Albert Pike da also gesagt hat, und das Zitat, wie gesagt, was dort steht, was ich da auf Englisch abgebildet habe, könnte man so übersetzen: Der Dritte Weltkrieg muss eingeleitet werden, indem die Differenzen zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt ausgenutzt werden, die von den Agenten, in Anführungszeichen, der Illuminati, in Anführungszeichen, aufgebaut werden müssen. Der Krieg muss so gelenkt werden, dass sich der Islam, die muslimisch-arabische Welt, und der politische Zionismus, also der Staat Israel, gegenseitig vernichten. Gleichzeitig werden die anderen Nationen gezwungen sein, über die dadurch ausgelöste Spaltung sich gegenseitig so zu bekämpfen, wie sie körperlich, also physisch, moralisch, geistig und wirtschaftlich völlig verausgabt sind.
Ja, das kann man da nachlesen. Wie gesagt, es ist ja so, dass wir das erkennen können, dass es irgendwie nach einem gewissen Drehbuch geht. Denn alle, die in ja, Führungsfunktionen oder Verwaltungsfunktionen sind, machen genau das, was ihnen gesagt wird. Ne? Die machen nur meinen Job, sagen sie uns ja immer. Und das sind alles Dinge, die kriegen sie auf irgendeinem abgerissenen Fresszettel oder in der SMS oder irgendeine Kopie und Unterschrift und so. Aber die kriegen immer ihre Instruktionen, was sie machen sollen, und sie führen sie aus, obwohl eben klar sein müsste, dass eine Urkunde, die nur in Form einer Kopie da ist, keine Urkunde ist. Ne? Ja, so ist es, ne? So ein Fresszettel. Ja, also irgendwas läuft da im Dunkeln hinter den Kulissen ab, und wir haben darüber auch jetzt hier während des United Strike Radiomarathon sehr intensiv gesprochen, dass es also eine Agenda gibt hinter all dem, was wir materiell und physisch feststellen können. Ja, und deswegen denke ich, müssen wir ja immer drauf schauen, weil wir ja direkt auch körperlich, physisch abhängig sind von dem, was in der Materie geschieht. Ja, wenn man uns jetzt zum Beispiel sämtliche Nahrungsmittel verseucht, dann können wir sie nicht mehr essen, dann können wir uns nicht mehr ernähren und so weiter. Und ganz schlimm wird es dann, wenn man Bomben auf uns runterschmeißt und wir dann zerfetzt am Boden liegen. Ne? Dann sind wir in den ewigen Jagdgründen und können eben als Mensch hier nicht mehr existieren. Ja, darunter eine Abbildung mit einem beispielhaften Flüchtlingsexodus, wobei er eben aufgefallen ist oder auffällt, dass es meist alles junge Männer sind, die hierher kommen, und der Verdacht naheliegt, dass das alles im Prinzip schon ja, die Kämpfer sind, die im Albert Pike da schon genannt hat, nämlich die hier nach Europa geschleust werden, durch die Verantwortlichen, die hier in den Regierungen und in Verwaltungen tätig sind, und durch die Polizei und andere bewaffnete Uniformierte sogar noch begleitet werden, dass sie alle hier auch ordentlich rankommen und natürlich auch entsprechend ausgestattet werden mit allem, was notwendig ist, ne? Zumindest, ne? Halbwegs. Ja, und jetzt sind wir dem nächsten Kapitel, dem großen Morden, wieder ein Stückchen näher gekommen. Die Vorbereitungen für den dritten großen Weltkriegsabschnitt sind nahezu abgeschlossen. Ja, riesige Flüchtlings- und Asylantenströme aus überwiegend muslimischen Ländern sind auf Achse. Eine Million wartet in der Türkei nur darauf, dass die Tore aufgemacht werden. Lebensgrundlagen in den Herkunftsländern werden ja systematisch zerstört. Wir haben es gesehen, da alle Welt schmeißt die Bomben runter auf irgendwelche Regionen, wo man nicht genau weiß, warum. Ja, überall werden Terrorarmeen installiert. Wir wissen, diese ganzen sogenannten Terroristen sind alles vom CIA, also von den Banks-Truppen und Organisationen bezahlte Terroristen, die das machen, weil sie eben da unterstützt werden, ausgebildet mit Waffen und versorgt durch die NATO oder vielleicht auch von anderen Gruppierungen, also wie es nur irgendwie geht. Die Verträge werden untereinander zwischen diesen Firmennationen, zum Beispiel in Genf, dann abgeschlossen, oder Kissinger fliegt direkt zum Putin und sagt ihm, wie die nächsten Schritte zu machen sind. Wir haben das ja auch berichtet schon, dass der Anfang März in Moskau war, ja, und die begrüßen sich immer ganz wunderherrlich, ne? Ja, kennen sich doch alle, ne? Übrigens, der Kissinger kriegt hier gerade eine Medaille von den obersten US-Militärgeneralen. Ja, der ist dort auch zu Hause, ne? Da gab's auch eine Veröffentlichung, dass man annimmt, dass diese obersten US-Generale des Militärs also munter für die Queen Elizabeth und deren Club arbeiten. Ja, die Soldaten unten wissen es vielleicht nicht so genau, aber die oben schon. Und deshalb war jetzt alle Welt mit einem Schlag natürlich hellwach, weil Wladimir Putin angeordnet hatte, dass die russischen Militärkräfte ihren Abzug aus Syrien starten.
hoppala, was ist jetzt los? Ne? Und da ging natürlich die Gerüchteküche gleich munter los und jetzt steuert also die russische Propaganda gleich dagegen. Ne? Mit 8T und wie sie alle heißen. Ja, aber gut, The Guardian schrieb also, der zieht hier seine ganzen Truppen zurück und ist auch inzwischen ja überall auch im deutschsprachigen Raum veröffentlicht. Das heißt, sie behalten schon ihre Basen, also Flugplatz und Flugplätze und wichtige Militärinstallationen bleiben dort, aber der Großteil der kämpfenden Truppe, ob es jetzt Flugzeuge sind, also die bis jetzt immer munter jeden Tag bombardierten und immer ihren Erfolg proklamierten, da fragt man sich, warum ist das jetzt mit einmal wieder alles zu Ende? Ne? Ich dachte, die hatten gerade großen Erfolg, warum machen sie nicht weiter? Also es muss irgendeinen Strategiewechsel gegeben haben in den obersten Etagen, von denen wir natürlich wieder nur nichts wissen. Wir sehen immer nur die Resultate, wo jetzt also alles abgezogen wird. Ne? Aber natürlich bleibt Russland schon drin in Syrien, aber eben nicht die Sachen, die man vielleicht dann zerstören könnte. Ne? Ja, die brauchen sie ja, die haben sie gerade angeschafft, erst überhaupt. Und, ne? Die müssen ein bisschen ins Hinterland zurückgezogen werden. Ja, und nun zieht sich also das Russland-Regime urplötzlich aus Syrien zurück mit dem großen Teil des Militärs. Ja, darunter noch mal eine Abbildung von der Medium Sputnik. Da beziehen sie sich auf eine BBC-Übung, die da abgelaufen ist, wo einfach mal simuliert wurde, Großbritannien spielt Atomkrieg des Aggressors, so wird Russland da genannt, des Aggressors Russland gegen die NATO, wobei wir ja wissen, dass es genau umgekehrt ist. Ne? Ja. Ja, das kam bei sputniknews.com und da wurde also aufgezeigt, wie das eigentlich alles abläuft. Und wir wissen, diese Kriegsspiele sind immer auch Ausdruck, vor allem wenn sie dann auch noch in diesen Propagandamedien, BBC ist ja ein Staatssender, des Rothschild-Staats, Großbritannien, wo dann also klar gemacht wird, dass das alles bereits in der Schublade ist, dass sie alles durchgespielt haben. Es wird ja auch allerorts geübt. Deswegen gleich die Frage vieler, wird's nun ernst? Werden nun die angekündigten Schreckensmaßnahmen des NWO-Bankster-Regimes umgesetzt? Ja, so dass eben nur noch circa 10% der Menschheit überleben wird? Tja, unheilvolle Geschichten, Berichte, Prophezeiungen sind unterwegs. Statt sich um Frieden zu bemühen, ich denke da nur mal an diese ganzen Montagsdemos, Friedensmahnwachen, so wie wir sie ja, wir waren ja auch eine lange Zeit dabei, überall versucht haben, um da darauf aufmerksam zu machen, dass man eigentlich Krieg vermeiden sollte. Ne? Also statt sich um Frieden zu bemühen, werden von den Personenvölkern, denn so muss man sie wohl bezeichnen, Friedensinitiativen eher belächelt, verunglimpft, gar in rechte Ecken geschoben. Ja, und wir hatten da schon mal darüber berichtet. Der 100-jährige Krieg der Bankster gegen die Menschheit, das war im 2014 schon bereits. Kann man nochmal nachlesen, da steht dann nicht das Wesentliche auch drin, wie das alles entstanden ist. Aber eben statt sich mit der Abschaffung dieser Terroristen und dieses Terrorregimes und dieses Systems zu beschäftigen, huldigt man weiter dem blutbefleckten Schuldgeldsystem von Rothschild und Co., dem Vatikan, den in Geheimorganisationen verschworenen Menschenhassern. Es ist schwer zu sagen, ob diese Anzeichen nun das Armageddon ankündigen, aber gefasst sein müssen wir auf alles, was da kommt, so denke ich. Und deswegen wollte ich auf diese Informationen auch nochmal gleich aufmerksam machen. Ja, ihr könnt mitmachen, ihr könnt eure Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radioawakens.net. Dann versuche ich das noch hier mit reinzunehmen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, was auf jeden Fall wichtig ist, denke ich, ja, dass man erkennt, ich meine, wenn du jemand bist, der gerade mächtig auf irgendeinen Feind draufhaut, ja, und du lässt einfach ab davon, dann könnte es sein, dass du mit einmal den Friedensengel eingeimpft bekamst und das Friedensglück dich durchdringt, ja, und du ablässt von dem Feind, der eh schon fast da niederliegt. Das wäre eine sehr edle Darstellung einer solchen Tat.
Oder aber du sagst dir, hoppala, ich sehe da hinten kommen noch Unterstützer von dem, der da am Boden liegt, jetzt mache ich mich lieber auf und verschwinde. Ne? Ne? Lass noch so ein paar Leutchen da, aber beziehungsweise, das wäre noch eine dritte Variante, ich ziehe mich jetzt zurück, weil ich will eigentlich richtig losschlagen und dazu will ich meine eigenen Waffen benutzen und ziehe die ein bisschen zurück, damit sie nicht in einem Erstschlag gleich vernichtet werden. Möglich wäre das auch. Und deswegen, da sehr viele auf den dritten Weg zeigten, ja, wird das natürlich jetzt heiß diskutiert, überall in den einschlägigen Medien. Wogegen also RT sofort hier möglicherweise als Reaktion auf diese Überlegungen sofort was veröffentlicht hat, nämlich Russia's surprise and unexpected Syria withdrawal welcomed as signal of true peace process. Übersetzt heißt das, Russlands überraschende und unerwartete Rückzug aus Syrien wird von allen Seiten als Signal eines echten Friedensfortschritts gewertet. Ja, also ihr jetzt die Variante 1, die ich vorhin gewählt habe. Ja, das ist zu hoffen, dass es so ist, aber wir sind ja misstrauisch, ne? Vom Prinzip. Wir glauben nicht alles, was man uns so erzählt. Und im Kriege wird ja mehr gelogen als sonst was. Und wir sind im Krieg. Und das ist, glaube ich, ganz recht erkannt aus dem eben zitierten Beitrag. Wir sind im Krieg schon seit langer Zeit und nicht nur Albert Pike hat es uns klar gemacht, der war ja auch nicht so bekannt. Das haben ja auch nicht die Spatzen von den Dächern gepfiffen, immer zu, sondern das wurde immer unter den Tisch gehalten oder immer als Verschwörung oder so tituliert, sodass man es ja nicht glauben sollte. Aber alles das, was da beschrieben war, hat stattgefunden. Und das, was der jetzt über den sogenannten Dritten Weltkrieg sagt, das ist scheint auch zu stimmen. Ne? Ja, und wer jetzt glaubt, im Bund ist alles vorbei, jetzt haben wir endlich die AfD und jetzt alles, na, jetzt ist das Leben wieder anders. Die Realitäten, die er sich vorstellt, vielleicht gebunkert, aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist nämlich, dass alles weiterläuft wie bisher. Vielleicht sogar noch stärker in die Richtung geht. So muss man vielleicht auch eine Aussage eines Politikers werten, der da sagt, oh, das Volk wird bald hinter uns her sein. Ne? Mal so weitermachen. Ja, also so, ne, vielleicht. Gut. Ja, also ich kann euch natürlich das nicht sagen, ob der jetzt hier stattfindet, der sogenannte Dritte Weltkrieg in Form eines Atomkrieges, was wir alle nicht hoffen, weil letztendlich ist die Zerstörungsgewalt ja so gewaltig, das Potenzial dafür, dass es ja auch die Einzelnen treffen kann, die das jetzt hier mit instigieren oder initiieren, vielmehr. Aber die haben natürlich ihre eigenen Schutzbunker schon längst gebaut, wobei natürlich nur die reinkommen, die tatsächlich hier reinkommen werden. Die anderen, die glauben, dass sie reinkommen, werden damit einmal feststellen, das ist ja gar nicht der Bunker. Wo hat er uns denn jetzt hier hingeschickt? Ne? So weiter. Also, da bleiben auch nur 10% übrig. Vor allen Dingen alles, die Mitwisser werden sowieso als erstes erledigt. Ne? Und da gab es jetzt gerade einen Anschlag hier, vermutlich auf einen Menschen, eine Person, weiß nicht, was es ist, in einem Auto in Berlin, Sprengstoffanschlag. Das soll ein Opfer gewesen sein mit Migranten Hintergrund, vielleicht wusste er zu viel. Muss ein Sprengsatz gewesen sein, der dort eingebaut war im Auto. Aber mehr weiß ich jetzt auch noch nicht. Also da wird noch das eine oder andere rauskommen und ob wir dann auch die Wahrheit erfahren, sei noch dahingestellt, das muss nicht unbedingt so sein, oder? Ja, also wir haben jetzt vielfältig ja schon mal über diese möglichen Kriegsmodalitäten gesprochen und die Gefahr ist imminent, dass also irgendetwas geschieht. Das kann jeden Moment losgehen. Die üben ja, 120 Nationen oder Staaten, die sich als Firmen eigentlich registriert haben, die sind ja schon mächtig dabei, da überall ihre Kriegsmaschinerie laufen zu lassen und die Soldaten sind auch noch so blöd und machen da mit. Ja, ich meine, die dürfen ja überhaupt nicht denken, oder? Ist das eigentlich so, dass die bei denen das Gehirn hinten rausgesogen wurde? Mit so einem, ja, ist da nur noch Vakuum drin, oder?
Du musst dir doch mal sowas überlegen oder lesen die keine Nachrichten oder was. Ja, aber gut. Ja. Da fällt dir nichts mehr ein, was das angeht. Da bin ich immer wieder sprachlos, was da geschieht, oder? Ja, jedenfalls wissen wir genau, was passieren würde, wenn es hier zu einer Kriegsauseinandersetzung kommt. Das Erste, was leidvollerweise hier geschieht, bevor wir die Bombe auf den Kopf kriegen, ist erstmal das Ausrufen von Kriegsrecht. Das Aussetzen von irgendwelchen Grund- und Menschenrechten und Verfassungsrechten, die gibt's dann immer. Die gehen dann verloren im Nebel der schwarzen Chemtrails. Ja, und zwar rucki-zucki. Und das wird zuerst gemacht. Ne? Und dann werden also alle eingezogen. Ne? Dann gibt's die Notwendigkeit zum Militärdienst zu erscheinen. Inzwischen ist ja wurscht, ob du Frau oder Mann bist oder sonst was. Ja. Alles wird dann geholt, rangeholt, vielleicht. Ne? Und dann Ausgangssperren, ja, darfst nicht mehr frei rumlaufen, nichts mehr hier mit abends Disco und so. Ja, für die jungen Leute vielleicht ein interessantes Thema, oder? Ne? Sondern da musst du dir dann deine Partnerin oder deinen Partner im Kriegsdienst suchen. Ja, aber es geht auch. Ja, das haben wir gesehen in den letzten großen Weltkriegen ist das auch geschehen, dass man sich als Uniformierte da kennengelernt hat, ne? Mit der Rotkreuz-Schwester, ne? Oder so. Ja, aus männlicher Sicht. Ne? Und umgekehrt natürlich dann mit den anderen uniformierten Männlichen. Gut, ja, und dann, ja, weil ja schon so viele Migranten da sind, der Regionen, wo eh schon Krieg herrscht, da wird das hier dann vielleicht munter weitergehen. Dann gibt's Verteilungskämpfe, dann gibt es, ja, auch die Versorgung dürfte dann ein bisschen leiden. Das haben wir ja auch schon alles diskutiert, was da alles passiert. Bevor überhaupt eine Atombombe bei dir angekommen ist. Also hast du schon mächtig zu leiden und ja, Einschränkungen in der Kommunikation, also mit Internet und Nachrichten und so. Das hat's mal gegeben? Oh, klasse. Ja, das ist dann vorbei. Und dann haben sie das erreicht, was sie erreichen wollen. Sie haben dann nämlich eine große Spielwiese des Verderbens sich eröffnet und können dann also munter mit uns machen, was sie wollen. Und die Reduktion, wenn man das als oberstes Ziel setzt, ist dann in vollem Gange. Das dürfte man vielleicht so fairerweise sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, und wer dann wie weit kommt, ob die Russen dann bis zum, was weiß ich, nach Spanien kommen oder nur es nur schaffen bis nach Polen. Oder? Das sei dahingestellt. Das ist dann eigentlich nur noch dann eine ja technische Frage. Aber diese Möglichkeiten stehen alle da. Und wenn es zu einem Atomwaffenkrieg kommen sollte, die sind ja alle, also gehen wir mal davon aus, diese Atomwaffen würden funktionieren. Also das ist natürlich Voraussetzung. Und es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass das möglicherweise so ist. Auf jeden Fall die taktischen Atomwaffen wurden möglicherweise schon in der einen oder anderen Situation eingesetzt. Aber angenommen, diese funktionieren, dann kann das also verheerend sein. Und besonders Städte sind dann vermutlich die unsichersten Plätze, wie man sich so vorstellen kann. Das knüpft an in die Überlegung, was tue ich? Was kann ich machen? Ich bin in der Stadt und ich habe nicht die Kohle, mir ein schönes Landhaus irgendwo zu organisieren oder sonst was. Ja, natürlich, das ist klar. Das ist die Mehrzahl der Menschen, leidet ja unter dem System und das System ist dafür da, dass du leidest, sonst würde es das System nicht geben. Weil das System ja eben nur ein paar wenigen dient und dann ihren Söldnern, ja, die aber auch nur so lange davon profitieren, wie sie gebraucht werden. Wenn sie nicht mehr gebraucht werden, sind sie genauso Abfall wie das andere auch, aus Sicht der Raum. Ja, wir wissen, dass da ein paar Familien nur dahinter stecken, die natürlich Bündnisse getroffen haben mit den Bösen, wenn man das so mal ein bisschen simpel darstellt. Wir haben darüber am Samstag gesprochen, da kann man sich das gerne nochmal anhören. Ja, also, das sieht nicht so gut aus, ne?
Und nicht umsonst kommen jetzt auch Leute raus, die also offenbar schon das länger wissen, wie zum Beispiel der von Jean-Claude Van Damme, der hat das jetzt mal so ein Interview mal gerade eben gesagt, er wurde so zum US-Präsidentschaftswahlkampf gefragt. Und er meinte, Trump wäre der Einzige, der überhaupt gegen das System gehen würde, weil die anderen wären alle vom System gekauft. Denn die würden vom Rothschild und Rockefeller-Familien, den mächtigsten auf der Welt, gesponsert. Ja, also ne, so ist es jetzt schon. Die Leute sprechen jetzt ganz offen aus. Dazu brauchen sie nicht mal den Detlef hier aus Basel, der das hier in seinem Internetradio posaunt, sondern haben sie sogar schon Jean-Claude Van Damme, ne, der damit rauskommt. Ich glaube aber, dass er das vielleicht ein bisschen zu einfach sieht. Ich glaube, Trump ist genauso im Boot. Er ist eine kontrollierte Opposition, die also jetzt massiv bekämpft wird, damit er gewählt wird. Die Leute sollen ihn wählen als Protest gegenüber den anderen, obwohl der genau dieselbe Agenda hat. Er redet nur ein bisschen anders darüber. Das haben wir ja auch schon erläutert, wie das hier mit den Parteien und der Parteiendiktatur ausschaut. In den USA ist ja noch schlimmer. Das ist zu offensichtlich. Da gibt es eigentlich nur zwei Parteien, die sind aber alle der gleichen Farbe, ne? Mehr oder weniger. Gut. Ja, aber auch da erzähle ich auch nicht komplett neue Sachen, aber ich wollte es erwähnen, weil es schon irgendwie interessant ist. Ja, und dass die Leute eigentlich da in diesen Verwaltungsorganisationen selbst schon am Rande ihre Möglichkeiten sind, das System zu ertragen, die Lügen und was da alles dahinter steht, den Druck und die Ungerechtigkeiten und so, denn das in vielen dieser Leute stecken ja auch Menschen, ja. Das sieht man, weil diese Drogenskandale im Bundestag und überall, also alle nehmen sie irgendwas, um sich abzulenken, weil sie eben ihren Job machen müssen und das kaum noch ertragen können. Und auch hier in einem Interview mit dem Joe Kreisel aus Österreich, wo der Gerhard da informiert, beziehungsweise interviewt wurde, der hat also auch gesagt, er hat mit vielen solchen Leuten in Österreich in den Verwaltungspositionen gesprochen, egal welcher Art diese Verwaltungsposition ist. Da sind die Richter, sind krankgeschrieben. Findest du im Bund auch häufig, fällt einfach so ein Ding aus, weil Richter oder Richterin krank sind. Die wissen, dass sie falsch handeln, dass sie nicht die Dinge für die Menschen machen und können das selber nicht mehr ertragen. Also die Burnout-Rate in diesen Etagen ist enorm in die Höhe geschnellt, vor allen Dingen seitdem die Menschen, die das Volk, die Bürger, anfangen sich zu wehren und sich das nicht mehr gefallen zu lassen. Und ich denke, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir machen müssen. Es geht gar nicht anders. Wir müssen dagegen angehen, wir müssen uns wehren, weil ich habe da auch noch mal ein Video gefunden, was sich auch vielleicht jeder mal anschauen sollte. Ich kann es gerne nochmal verlinken. Mensch versus BRID Holding. Überfallkommando 1:0 für den Menschen. Das habe ich hier auch verlinkt zu wakeness.tv. Da wird dargestellt, wie dort jemand von bewaffneten Uniformierten, die, also ich glaube, 7, 8, 9 Leute davon eben teilweise von irgendeinem Sonderkommando mit Sturmmasken und Maschinenpistolen und so, die da anrücken, mit einem Gerichtsvollzieher, wo wir ja doch wissen, im Bund sind das alles Privatleute, die also da mafiös zusammenarbeiten, um da Leute auszunehmen. Und der kann sich da sehr erfolgreich auch mit Argumenten und so weiter da zur Wehr setzen und die müssen dann unverrichteter Dinge wieder abziehen. Kommen natürlich aus den neuen Bundesländern, den sogenannten, die haben natürlich bessere Karten, weil die ja gar nie zur Bundesrepublik Deutschland gehörten. Ja. Aber gut, das hört euch an, seht es euch an. Ich verlinke es später noch unten in der Linkliste. Also es gibt erfolgreiche Methoden, sich zur Wehr zu setzen und das muss man einfach erlernen. Man muss versuchen, auch sich Wissen anzueignen und deswegen unbedingt auch nochmal alle diese Informationen versuchen zu verarbeiten. Und man muss da immer dabei ja auch berücksichtigen, das ist alles in Arbeit. Etwas, was jahrtausende lang an uns ausgeübt wird, wird im Moment freigeschaufelt. Die Wahrheit kommt zutage. Und die richtigen Methoden, sich zu wehren, sind in der Entwicklung.
überhaupt das Menschwerden, was so wichtig ist, wird von vielen einfach noch gar nicht verstanden, weil sie eben selbst so indoktriniert wurden in ihrem Leben, dass sie überhaupt gar nicht mehr differenzieren können zwischen Person und Mensch und den Unterschied nicht erkennen oder noch nicht erkennen oder noch nicht so richtig verankert haben. Da muss man sich einfach bilden. Ja, man muss sich da durchkämpfen. Das muss jeder Einzelne. Ich kann da nicht einen Aufsatz schreiben und alle haben es begriffen. Man muss das alles selber durchexerzieren. Man muss auch auf den Prüfstein legen, alles das, was man bisher gelernt und getan hat. Ich bekam zum Beispiel hier einen Kommentar in der Veröffentlichung zum Video zur letzten Sendung mit der Freiheit. Ja, das ist ja alles schön und gut, sich da versuchen autark oder vielleicht sogar autonom zu stellen, aber in der Stadt geht das doch gar nicht. Ne? Ja, das mag wohl so sein. Aber man kann natürlich trotzdem eine ganze Menge tun. Man kann, auch wenn man in der Stadt gefangen ist sozusagen, weil man die Möglichkeit zurzeit gerade nicht hat, aus der Stadt rauszugehen, kann man trotzdem in der Stadt einiges bewegen und kann versuchen, sich zu überlegen, wie könnte ich denn hier selber was anbauen, sogar wenn du keinen Balkon hast, aber du hast Fenster in der Regel, da kann man an die Fenster irgendwelche Blumenkästen bauen oder machen mit extra Beleuchtung, sodass du vielleicht selber Pflanzen züchten kannst. Auf jeden Fall musst du eine Wasserfilteranlage haben, oder? Ja? Du kannst ja nicht einfach das aus dem Kran nehmen oder irgendwelche teuren Flaschen aus dem Supermarkt, die du später aber vielleicht gar nicht mehr kriegst. Und zweitens auch die Qualität dieser Wasser, die da drin sind, ja miserabel sein kann. Also Wasserfilter ist unabdingbar. Jeder Haushalt muss einen eigenen Wasserfilter haben für Trinkwasser. Ja, ist doch logisch, oder? Und dann sollte man zumindest mal einen gewissen Vorrat haben, mindestens doch mal 3 Monate, dass man 3 Monate mal ausharren kann. Und wenn du sagst, ich habe noch 1,5 Zimmer, ja gut, dann musst du halt in die Höhe bauen, ein Regal an die Wand und dann muss statt einer Stereoanlage stehen da eben Konservendosen drin oder sonst was, ja, irgendwelche Produkte, die für dich richtig sind. Ja, anders geht's eben nicht. Ne? Wie willst du es sonst machen? Und dann sollte man sich auch überlegen, wie man sich gegebenenfalls schützen kann, wenn man irgendwie angegriffen wird und all solche Dinge, so Sachen haben, die man dringend braucht. Also egal, welche Katastrophe passiert, wir wiederholen es immer wieder, man muss sich vorbereiten auf diese. Und dann wird man ja in dem Moment, wirst du ja schon autark, weil du nicht mehr nur notwendigerweise einkaufen gehen musst nach draußen. Ne? Muss natürlich alles da sein, was du brauchst. Ja, und am Geld liegt's auch nicht. Solange man zumindest noch etwas hat, dann muss man eben seine Mittel anders priorisieren und dann eben die Dinge kaufen, die notwendig sind und das andere eben mal weglassen. Also die Kiste Bier mal weglassen und dann was anderes besorgen dafür. Ne? Ich weiß, hört sich einfach an, aber es ist auch notwendig, dass jeder versucht, sich in dieser Richtung umzudrehen, also seine Prioritäten im Leben zu verschieben und sich eben mehr mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und in dem Moment machst du schon einen Bewusstseinsschritt und setzt dich mit den Dingen auseinander, die vielleicht für dich irgendwann lebenswichtig sind. Das vielleicht dazu als Antwort. Und in jedem Fall kann es nicht schaden, wenn man sich mit gleichgesinnten Menschen trifft. Das kann man auch in der Stadt. Kann man Leute treffen oder auch mit denen Kontakt halten. Deshalb machen wir zum Beispiel auch die Basler Gespräche hier bei uns in Basel, einfach um auch die Möglichkeit des direkten Austausches zwischen Menschen möglich zu machen, die also sonst vielleicht nur elektronisch miteinander kommunizieren. Und es ist ja wichtig, in Notzeiten eben auch physisch sich helfen zu können, weil wir ja nicht wissen, ob die Elektronik und Elektrik dann alles noch so funktionieren. Ja, ich denke, diese Punkte werden für uns immer wichtiger. Wenn alles gut geht und nichts passiert, ja, dann können wir doch froh und glücklich sein und trotzdem unsere Vorbereitungen weiter nutzen, weil alles das, was man vorbereitet hat, ist auch dann in Friedenszeiten, in schönen Zeiten weiter zu verwenden. Ja, also ich denke, das muss man einfach mal so sehen, oder? Tja. Ja, also dann habe ich jetzt eine ganze Menge Zuschriften bekommen, die teilweise eben aber sehr
sehr umfangreich sind. Hier gab es noch eine Veröffentlichung eines Videos, wo also Migranten in der im Bund, auf dem Bundesgebiet in der Region Hannover gefilmt wurden, wie sie militärische Übungen abhalten, so mit Marschieren und Militärhandzeichen und was weiß ich, Befehl und Gehorsam da funktionierten. Also man muss mit allem rechnen. Man wird also sehen, dass es vermutlich bereits solche Leute hier im Lande gibt, egal wo, ob es Österreich ist, ganz Europa, ja, die also nichts Gutes im Schilde führen und die eigentlich hier den Auftrag haben, den sie irgendwie von irgendwem in Form eines Presszettels oder sonst was mit ein paar Schuldgeld, Euronen oder Dollarnoten bezahlt bekommen haben und die dann hier da aufmischen können. Muss man so sehen. Ja, sonst sagen, oder? Ja gut, also wir sind in einem Status des höchsten Alarms, was also unser eigenes Überleben angeht, so müsste man es eigentlich titulieren. Und wer jetzt diese Dinge immer noch nicht erfasst hat, der wird eben dann irgendwann sein blaues Wunder oder blaues Auge erleben, wie auch immer. Und das kann eben auch daneben gehen. Und wie gesagt, wer also da als Mensch überleben will, der sollte sich jetzt mal langsam mit diesen Dingen beschäftigen. Noch ist Zeit, noch kann man die Dinge tun, die vielleicht später nicht mehr möglich sind. Also geht das nochmal durch, checklistenmäßig, wir werden es auch machen. Und es muss nicht sein, dass das jetzt nächste Woche passiert ist. Prognosen liegen im Mai, April, Mai, Juni vielleicht, dass es zu solchen Auseinandersetzungen kommt. Manche sagen auch erst 2017. Das ist schwer, eine Prognose zu machen, was das Datum angeht, wann diese Sachen geschehen. Aber wenn du diese ganzen Punkte miteinander verbindest, ja, die ich jetzt auch in der heutigen Sendung nochmal zusammengefasst habe, dann, dann dürfte es schwierig werden. Und wir haben ja niemanden, der uns beschützt. Also es gibt keinen, der uns beschützt. Es sei denn, wir glauben an unseren Schöpfer und glauben, dass es eine höhere Gewalt gibt, die uns auch in den richtigen Weg lenken wird. Und in dem, was wir tun, tun wir ja schon das Richtige, indem wir uns damit darauf vorbereiten. Aber es wird keinen Schutz durch eine Regierung geben. Ja, von wem willst du dich da schützen lassen? Sind doch selbst die größten Verbrecher. Deswegen ja auch das heutige Thema, was damit zu tun hat, oder? In dem klar wird, dass also die diese Leutchen alle in Verkleidung sind, ne? Oder Killer in Verkleidung, ja. Oder Russland, ne? Wer jetzt immer noch glaubt, Russland wird uns hier verteidigen, dich hier in Hannover und in, was weiß ich, Paris. Ja, also, weiß ich nicht, ob das so ist. Es kann auch sein, dass sie sich kurzfristig schnell irgendwo zurückziehen, ne? Ja, okay. Jeder denkt ja immer nur an seine eigenen Ziele und setzt die dann auch durch. Und vermutlich ist die Priorität, sich um dich zu bemühen, nicht ganz oben. Ja. Wir sind alle für uns selbst verantwortlich und in diesem Sinne möchte ich heute die Live-Sendung beenden. Wir sind für uns selbst verantwortlich. Wir müssen dafür sorgen, dass es uns gut geht und dass wir unser Menschsein aufrechterhalten können und das unserer Liebsten natürlich, vor allen Dingen für die, die wir auch noch sorgen müssen. In dem Sinne danke ich euch fürs Zuhören. Wir hören jetzt ausgangs noch von Outer Space Slim Tanne und während wir umspielen auf die oder überspielen oder umswitchen auf die Wiederholung noch von Look What I Did, ja, Jekyll Island Fiat Scratch. Und noch von Compressor von Mehrdruck Records steht auf mit Manuel Möhlmann. Ja, und dann spiele ich die Wiederholung zur heutigen Sendung ein. Aber immer hört ihr zunächst die Wiederholung der letzten Sendung. Die ist diesmal ganz wichtig, weil auch nochmal über die Hintergründe gesprochen wird. Und das sollte jeder nochmal mit reinhören. Also vielen Dank fürs Zuhören. Danke für eure Unterstützung.
Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ne? Bis dann. Ciao, ciao, aus der Detlef von Wake News Radio, Wake News TV. Ciao, ciao. Wake News Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.